Hallo lieber Wassermann und herzlich willkommen zu deiner Kartenlegung für die neue Woche, die Woche vom 22. bis 28. Januar 2024. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, leg dir die Karten und gucken wir mal, was sie dir hoch sagen wollen für die erste, nicht die erste Woche, für die letzte Woche. Für die letzte Woche im ersten Monat des neuen Jahres. So, der Wassermann soll ein bisschen langsamer machen, soll sich eine Auszeit gönnen, soll definitiv Pausen einplanen, bewusste Pausen einplanen, also nicht ja, den Kaffee neben Arbeiten reinschaufeln beim Arbeiten, sondern bewusste Pausen, bewusste Auszeiten, generell vielleicht auch mal dein Schlafverhalten überprüfen. Vielleicht geht es darum, mal eher ins Bett zu gehen, Mittagsschläfchen zu machen. Oder auch generell mal deinem Schlafverhalten oder deinem Pausenwunsch auf den Grund zu gehen, Mittagsschläfchen, ja, also in sämtlicher Couleur. Gucken wir mal ins Tarot rein, was wir hier noch haben für den Wassermann. Aber definitiv geht es um Entschleunigung. Und ja, kannst ja mal gucken, wo du vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu hektisch elektrisch unterwegs warst oder. Ja, wie gesagt, auch dein Pausenverhalten neben der Arbeit essen oder sowas gemacht hast, dass du da mal bewusster abstellst. Und spannend ist, guck mal, hier kommt die Unknown Card. Das finde ich super witzig, weil im klassischen Tarot gibt es die eigentlich, gibt es die, was heißt eigentlich? Die gibt es nicht, aber hier in diesem Kartendeck gibt es eine weitere Karte, die heißt, sollst du nicht wissen. Das heißt, wir brauchen gar nicht um mehr Informationen bitten. Darum geht es für dich in dieser Woche, lieber Wassermann. Gönn dir Pausen, gönn dir Auszeiten. Das scheint sehr, sehr, sehr wichtig zu sein. Hier als Botschaft habe ich noch für dich, ich lasse die Ängste anderer an mir abprallen oder ich lasse die von den Ängsten die andere auf mich überschwappen lassen los. Und das passt natürlich auch sehr gut zum Thema Druck, ne? Wo kommt vielleicht ein Druck her, den ich mir selber mache? Ist das überhaupt meiner? Mache ich mir den wirklich selbst? Kommt der aus dem Außen? Habe ich den antrainiert bekommen von meinen Eltern, von meiner Erziehung, von meinem kollektiven Gefüge? Das, ich muss aber und erstmal und erst die Arbeit, dann das Vergnügen und da, 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 da. Oder was auch immer. Also lass bitte mal von diesem inneren, was auch immer das ist für eine Angst, für einen Druck, was da hochkommt, los. Anspannung, los und geh in die Entspannung. Das ist deine Botschaft. Da haben wir schon. Um mehr geht es nicht für dich in dieser Woche. Dann schreib's dir hinter die Ohren und ich wünsche dir eine entspannte Woche, lieber Wassermann. Alles Liebe, deine Denise.